Anfang Dezember, noch vor dem islamistischen Anschlag in Berlin, hatte der baden-württembergische Parteichef und Innenminister Thomas Strobel deutliche Verschärfungen beim Thema Flüchtlings- und Abschiebepolitik gefordert. In einer Schöntaler Erklärung vom Samstag hat die Südwest-CDU unter den Augen von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Blick auf den Fall der Pannen mit Berlin-Attentäter Amri jetzt Konsequenzen gezogen. Dieser war im Gewirr unterschiedlicher Zuständigkeiten und falscher Identitäten der Beobachtung und der Abschiebung entwischt. Mit dabei in Schöntal Ralf Stoll aus Sonnenbühl-Undingen im Landkreis Reutlingen, Mitglied im CDU-Landesvorstand. Die wichtigsten Punkte sind mit Sicherheit die, dass wir auf europäischer Ebene ein einheitliches Erfassungs-Registrierungssystem finden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort mal einen Schritt weiterkommen. Dann ist es ganz klar, dass wir auch bei dieser Feststellung der Personalien und des Alters, dass wir dort ganz klar neue Wege gehen wollen. Wir wollen über Röntgenbilder analysieren, wie alt die Flüchtlinge sind. Und wir haben auch ganz klar gesagt, der, wo zu uns kommt und sich verweigert, in der Registrierung und in der Identitätsbestimmung mitzuarbeiten, dass der konsequent aus dem Asylverfahren rausgenommen wird. Versuche, als minderjährige abschiebegeschützte Flüchtlinge ins Land zu kommen oder, wie Amri, mit unterschiedlichen Identitäten an verschiedenen Stellen Geld zu beziehen, sollen verhindert werden. 2015 waren Tausende ohne Dokumente angekommen. Vor den Grenzen fanden sich Zehntausende Pässe. Verschärfungen auch bei Abschiebungen. Also man hat im Fall Amri gesehen, dass wir dort nicht gut ausgestattet sind mit den rechtlichen Möglichkeiten und wir wollen diese Abschiebehaft bis auf 4 Wochen verlängern. Das heißt, dass wir auch Gefährder in Abschiebehaft nehmen können, wenn auch noch keine Rückführung geklärt ist. Aber das ist, glaube ich, sicher und das müssen wir auch so machen und das ist auch das, was erwartet wird. Beim Fall Amri hat man wirklich gesehen, dass viele Sachen einfach nicht durchgesetzt werden konnten. Das käme auch den zahlreichen Forderungen von Gerichten entgegen. Diese fordern, eindeutige und klare rechtliche Grundlagen zu schaffen, auch bei Abschiebungen. Und ich glaube, dass alle demokratischen Parteien aufgerufen sind, genau in diesen Fällen mit bei der Gesetzgebung relativ schnell Entscheidungen zu treffen. Wir müssen die Situation und das Rechtliche dem jetzigen Zustand anpassen. Auch die Bundeskanzlerin hatte der Klausur der Südwest-CDU einen Kurzbesuch abgestattet. Merkel war lange wegen ihrer ursprünglichen Flüchtlingspolitik auch in der CDU unter Beschuss geraten. Es geht darum, dass wir konsequent durchgreifen. Und die Bundeskanzlerin hat klar signalisiert, dass sie sich hinter diese Erklärung stellt und dass es die Fortführung der Situation ist. Und ich glaube, es ist wichtig auch jetzt, dass wir besonnen und ruhig vorgehen. Und das macht unsere Kanzlerin in aller Deutlichkeit. Brisant im Hinblick auf Koalitionspartner und Gewerkschaften dürfte indessen eine andere Forderung der CDU sein. Um die zeitlich bedingt tatsächlichen Schutzberechtigten schneller zu integrieren, sollen sie für weniger Geld schnell und auch in weniger qualifizierte Arbeit. Das ist eine Forderung aus der Industrie, aus der Wirtschaft raus. Es ist im Moment so, dass es ziemlich lang dauert und wir wollen, um Integration zu schaffen, das relativ zügig durchführen. Es geht aber hier wirklich um diejenigen, wo eine hohe Schutzbedürftigkeit haben und wo es auch schon absehbar ist. Wir wollen auch diese Leute qualifizieren für die Rückführung oder wenn es dann in ihrem Land wieder besser geht, dass sie qualitativ ausgebildet werden und dort den Wiederaufbau ihrer Länder gestalten können. Integration habe auch in den Wellen der 60er Jahre vor allem durch die Arbeit stattgefunden, so Stoll. Und das gelte auch für das Erlernen der Sprache. Zusätzliche Sprach- und Fortbildungskurse soll es auch weiterhin geben.